So, ich habe am Mikrofon den und vor der Kamera den Herrn Keller, der Pressesprecher der Polizeidirektion Vogelsberg. Habe ich das richtig gesagt? Das haben Sie richtig gesagt, Herr Grünlein. Ich bin also Pressesprecher von der Vogelsberger Polizei. Mhm. Ja. So, und ihr stellt heute wieder kräftig aus. Beziehungsweise ihr macht Beratungen? Richtig. Wir beraten einmal die Leute, wie man das Haus einbruchsicherer machen kann. Ich meine, die 100% kann man leider nicht verkaufen, aber wenn man das den Einbrechern so schwer macht wie möglich, haben wir die größte Chance, dass er aufgibt und sich trollt, wenn er an solche Sicherungseinrichtungen kommt. Ihr seid aber nicht nur hier auf der Messe vertreten, ihr macht auch nicht die Beratung hier auf der Messe, sondern ihr geht auch mal in die Häuser, ne? Oder zur Kundschaft. Richtig, wir gehen also zu den Leuten, die rufen bei mir dann an im Büro und machen da also einen Termin mit mir, dann fahre ich zu denen hin und berate sie vor Ort, müssen nur ein bisschen Zeit mitbringen, ist ganz kostenlos die Beratung, wertneutral. Und dann sage ich den Leuten, wo vielleicht Schwachpunkte sind, was man machen kann. Gut, okay. Was können Sie mir noch so in Sachen von Prävention der Polizei sagen, also in Bezug auf Gewalt? Ja, wir haben schon bei der Polizei momentan viel mit Gewalt zu tun. Auch das, wenn wir zu Einsätzen kommen, wird oft Gewalt gegen Polizeibeamte, gegen Rettungsdienste ausgeübt, gegen die Feuerwehr. Auch die Rettungsgasse, das ist ein großes Thema für uns auch, dass wir da die Leute auch richtig informieren und sagen, wie sie sich zu verhalten haben und was sie machen sollen, wenn sie auch gerade mal im Stau stehen. Gewalt gegen Rettungsdienste, das kannte man früher eigentlich gar nicht. Das kannte man gar nicht, nein. Nee. Das ist also wirklich ein schwieriges Phänomen, was da auf uns zukommt und was da momentan existiert. Das ist also komisch, dass es so weit kommen muss. Ja. Okay. Was wir auch noch haben, dieses Jahr hier bei uns auf dem Stand, ist auch die Einstellungsberatung, also Nachwuchswerbung, machen wir dieses Jahr auch hier dabei. Ja.